Herr Wüdisser, das Rote Kreuz in Dornbirn begann vor 100 Jahren mit 9 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Heute sind es rund 140. Welchen Stellenwert nimmt denn das Ehrenamt beim Roten Kreuz ein? Ja, ich denke, dass das Ehrenamt an sich in der heutigen Gesellschaft generell einen sehr hohen Stellenwert hat. Ohne Ehrenamt wird oder können ganz viele Systeme gar nicht funktionieren. Und so ist es auch bei uns, beim österreichischen Roten Kreuz. Das ist nicht nur in Dornbirn so, nicht nur in Vorarlberg so, sondern das ist auf Bundesebene so, beziehungsweise bei uns beim Roten Kreuz auch auf internationaler Ebene so. Wir sind in 192 Nationen vertreten als Rotes Kreuz, als Rotkreuzgesellschaft. Und das basiert hauptsächlich auf Ehrenamtlichkeit. Und ohne das würde das nicht funktionieren. Und wir können gerade in Dornbirn auf eine ganz starke ehrenamtliche Mannschaft blicken. Und ich bin auch sehr stolz auf unsere Mannschaft, was da geleistet wird und was da auch immer bewegt wird, weil es tut sich natürlich heutzutage immer sehr viel, sei es technisch, aber auch einfach von den Vorgaben her. Und die Pandemie hat uns natürlich auch gezeigt, ja, dass man ein bisschen flexibel sein muss. Und das haben unsere ehrenamtlichen Mitglieder und natürlich auch die Hauptamtlichen und Zivildiener sehr gut bewiesen.